Ja, das stimmt. Sehr robust ist sie, aber sie hat da irgendwie irgendwas Weißes hat sie da eine an der. Speiche ist das. Aha. Und das ist auch also ein Nachteil. Das ist ja auch der richtige Spielhund für Bella. Das muss man schon sagen. Der Bluthund ist wie ihre Mutter, die hatte 37 Kilo so, ne? Ja. Ja. Wenn sie nicht sowieso groß wird, dann ist es schon groß genug. Größe, eigentlich könnte sie schon so bleiben, wie sie ist, haben sagen wir immer, ne? Die kann auch ziehen, so ist ja in der Jugend jetzt. Wir hatten Brustgeschirr, habe ich gesagt, lass mal lieber ein Halsgeschirr nehmen, ein Halsband, weil sonst kriegst du gar nicht gehalten. Weil also unsere ist ja auch jetzt 37 Kilo und da merkt man das schon. Also ist das so, aber sie werden auch in die Kategorie kommen. Die wird ja 45 Kilo. Ja. Aber ihr Knochenbau ist erst im zweiten Lebensjahr ausgeprägt. Das ist ja erstmal ein halbes Jahr. Und in den zwei sind wir fast in der zwei Kategorie ausgeprägt. Ich glaube, tut mir leid, Simone, aber nicht, dass sie noch ins Wasser fällt, springt. Bella, komm mal hierher. Bella! Komm hierher, komm hier, Bella, hier. Ja, sie hat noch nie gebadet, sie ist, und die schwimmen so gerne, aber das ist nicht, ich sehe mich schon da drin. Der Hund will schwimmen. Sie gehen also bis zum Stein, also trinken und kommen zurück. Also ich glaube, sie brauchen keine Angst. Okay. Ups, das ist jetzt aber schon. Sie ist bis zum Stein immer gegangen. Ja, na da geht das ja. Das ist schon wieder spannend. Da auf der Wiese wäre auch okay, ne? Ja. Komm, Belli, wir können ein bisschen hochgehen. Nala macht kein Wasser. Nala macht überhaupt kein Wasser. Ja, also wir hatten das auch bis zu diesem Sommer. Also sie ging nie ins Wasser. Bella, komm. Dolly, komm mal her. Bella. Hey. Bella. Komm, bleib du kurz stehen. Komm mal her. Ja. Das haben sie ja auch beide genug gespielt, ne? Simone, Bella, kommst du hier bei Fuß? So, sitz. Nimm mal die Leine, die andere also bitte, die, diesmal. Ja, mach diesmal die richtige. Ist alles gut, wenn die mal anfietzen, das ist normal. Das gehört ja zu. Die kriegen ja auch von ihrer eigenen Mutter Bericht, wenn die mal nicht das hören. Das ist so mit den Teenagern. Ja. Nein. Haben ihren gut. Spaß gehabt, ne? Ja, ist ja alles toll. So, dann noch schönen Sonntag. Tschüss. Komm, Bella. Ja, Nala auch. Und die, also ausgeglichen, ne? Ja, sie ist echt. Kenne ich sonst gar nicht so. Aber hat immer ein bisschen Schiss wegen Wasser, weil wir so ein Reifen plumpen. Aber ich muss sagen, kein Wasser, sie ist immer also nur mit den Pfoten rein. Und jetzt, in diesem Sommer, schwimmen sie wie ein Wal. Ja, ein Wal, ja, das ist gut. Tschüss. Komm. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, wenn ins Wasser fällt. Da ist sie nämlich aufgestockt. Dann ist sie auch etwa kein Schiff. Naja, Minuten, wie viele Minuten habe ich jetzt aufgenommen? Das steht da rot. 4 Minuten? Ja, kann ich sehen. So, Bella, sitz. Nix sitzt.